Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur Bekanntgabe der letzten Giveaway-Gewinner von diesem 10 Skins Giveaway. Wir fangen jetzt hier mit den Dual Berettas Ventilators an, ja. Diese Ventilatoren hat gewonnen Monsieur Blue Skull. Freut dich auf diese wunderbaren Ventilatoren, auch wenn wir gerade Winter haben oder der Winter langsam einbricht und der Sommer eigentlich und sowas, du weißt schon, aber Ventilatoren sind immer gut. Die kann ich immer benutzen, die Dinger, die sind super. Die nächste Wumme ist die StatTrak Tech 9 Jumbia. Diese wunderbar aztekische Waffe. Und ratet mal, wer sie gewonnen hat. Es ist Monsieur. Ich muss kurz in meine Liste gucken. Da oben. Maximilian Raab. Viel Spaß mit deiner, Jumbia. Ja. Ah, das ist die mit dem Kopf da hinten drauf, ne? Mit dem krassen Bullekopf oder was es war. Damit kann ich aber ordentlich die Leute zusammen. Bombe. Die nächste Waffe ist die M4A1S Nitro mit diesen zwei Stickern drauf. Also sie ist schon mal ultra viel wert. Wurde von einem Herren namens Mr. Fly CSGO Gaming gewonnen. Mr. Fly. Viel Spaß mit dieser ultra krassen Nitro, okay? Und ich sag's an der Stelle direkt für alle. Nein, ich habe keinen Lippenstift auf den Lippen. Die Webcam macht alles so merkwürdig. Dieses Hemd, ich habe schon wieder was Graues an. Ich bin aber auch echt bescheuert. Ich meine, es hat schon so eine gewisse Bläulichkeit, dieses Hemd, ja? Das ist der Pop. Ah, warte mal, jetzt sieht man es. Sieht man jetzt, dass es grau ist? Oder sagt, das ist für mich. Oh, gerade eben war ich voll gelb. Also die, ich weiß nicht, was die Cam macht. Die macht so einen komischen Weißabgleich und Farbabgleich so ganz. Und dann macht sie die, meine Lippen halt immer so lila. Viel Spaß mit der Wumme. Kommen wir nun zur StatTrak Pipi Bison Osiris. Eine flotte Biene oder eine Wespe, je nachdem. Wie würdet ihr sagen, die farbliche Abstimmung passt doch eher zu einer, naja, Rummel. Diese ultra-teite Wumme hat gewonnen. Der Nordseebär hat knallhart mal diese Wumme gewonnen. Ich fasse es nicht, Monsieur Nordseebär. Du bist wahnsinnig. Ich hoffe, du wirst Spaß mit dieser fetten Hummel haben. Kommen wir nun zur SSG 08 Ghost Crusader. Dieses an Halo erinnernde geile Teil, dieses heiße Gerät, gewinnt Spy. Ich sag auch gleich noch, wie ihr die praktisch, wie die dann zu euch kommen. Es ist, ja, wie ihr die erhaltet. Kommt gleich, cool bleiben. Und an der Stelle, ich werde die Waffen 14 Tage aufheben. Nach diesem Video 14 Tage. Also bis dahin sollten sich ja noch alle Leute gemeldet haben. Es gibt immer mal wieder Leute, die ihre Waffen nicht abholen. Und die behalte ich dann und gebe sie wieder neu raus. Also, aber seid ein bisschen dahinter. Also ich meine, ist ja logisch, ist logisch. Die SSG 08 D-Tour, dieser wurde gewonnen von Gregson. Gregson, du hast die Ehre, diese Waffe zu führen. Ich hoffe, du führst sie zum Sieg. Und da haben wir auch schon die AK-47 Elite-Bild. Blutiger Lord hat diese Waffe gewonnen. Blutiger Lord, ein Applaus auf dich. Wir trinken auf dich, Blutiger Lord. Gönnen sie dir. Und ja. Und da haben wir auch schon die StatTrak 5-7 Violent Dymo, die ja angeblich Battlescared ist. Ich kann es immer noch, ich kann noch die Battlescarigkeit noch nicht erkennen. Ich finde, die sieht echt bombig aus. Aber nun ja. Wer hat sie gewonnen, fragt ihr euch. Dies und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge Pokémon. Was für ein Quatsch. Und zwar, der Gewinner dieses Skins ist Altonos. Gestern hat er das Fury Game gewonnen, ja, und hat im Fury Game mitgespielt und heute gewinnt er das Giveaway. Ich fasse es nicht, Altonos, wo ist dein Luck? Und warum kann ich davon nichts abhaben, wenn ich die scheiß Kisten aufmache? Ich will einfach mal aus einer Kiste 4 bis 5 Knives ziehen. Wäre das möglich? Altonos, kümmere dich mal ein bisschen um meinen Luck, okay? Jetzt bin ich gerade voll weiß. Webcam, was machst du mit meinem Gesicht? Nun kommen wir zur P90 Module. Die Waffe, die wirklich nur die Profis beherrschen, ja? Man braucht Jahre, um sie gekonnt spielen zu können. Viele schaffen es nicht, einige verzweifeln daran. Der Gewinner dieses Skins ist Ken! Viel Spaß mit dem Skin. Ich hoffe, du spielst ihn ordentlich, wie er es eben verdient hat. Und wir kommen gleich zur letzten Waffe. Ich sage euch jetzt aber erst noch, wie ihr eben die Waffen abholen könnt. Es ist ziemlich einfach. Ihr schreibt hier unter dieses Video, oh, scheinbar habe ich gewonnen. Ich habe meinen Namen im Video gehört. Und dann einfach euren Steam-Link. Aber nicht euren Trade-Link. Und dieses Mal sage ich es explizit, ganz feste, ich sage es hier, hört mir jetzt zu! Nicht euren Trade-Link, bitte. Schickt mir euren Steam-Profil-Link. Ich möchte da draufklicken und dann öffnet sich nämlich immer im Browser euer Steam-Profil. Wenn ihr mir den Trade-Link schickt, dann geht im Browser dieser Trade-Link öffnet sich und dann muss ich mich erst einloggen, bevor ich euren Namen sehe, euer Profilbild sehe. Und dann kann ich euch nicht adden und ich will mich im Browser nicht anmelden. Also bitte, schickt mir euren Steam-Profil-Link. Wenn ihr nicht wisst, wo der ist, gebt einfach kurz in Google ein, wie kriege ich meinen Steam-Profil-Link oder irgendwie so, oder fragt halt irgendwo. Der letzte Skin, die StatTrak MP9 BioLeak. Dieser Skin. Dieser extrem toxische Skin wurde gewonnen von Grimes oder Gr1MZZ, Gr1MZZ, Grimes. Ich nehme an, das heißt Grimes oder Grims oder sowas. Grims. Viel Spaß mit dem Skin. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hier unten rein einfach, ne? Wurstsalat, bla bla bla. An alle anderen, seid nicht traurig. Das nächste Giveaway kommt. Ich will es dieses Wochenende schon online stellen, also Samstag oder Sonntag. Da muss ich noch ein bisschen die Liste durcharbeiten. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten. Durch diese Giveaways habe ich gerade jetzt durch dieses letzte wieder extrem viele neue Abonnenten und vor allem neue aktive Zuschauer gewonnen, was mich sehr, sehr freut. Und ja, was bleibt mir da noch anderes übrig, als zu sagen, ihr seid echt die Coolste, ne? Oh. Ciao.